an Sie halten. Alle Metallgegenstände in die Schachtel. Grund Ihres Besuchs. Wir holen einen Patienten ab und bringen ihn zum Smith Grove. Sie kommen spät. Diese Fahrerei. Ja, viel los auf der Straße, hä? Kann man sagen. Ja, ich fahre mit Ihnen runter. Danke. Okay. Zum ersten Mal, ja? Hoffentlich auch das letzte Mal. Man gewöhnt sich nie an die Gesichter. Niemals. Jesus. Jesus hat nichts damit zu tun in diesem Bau. Kommen Sie. Tja, hier deponiert die Gesellschaft ihre schlimmsten Albträume. Der, den Sie da abholen, ist auch so ein Fall. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich eine Gänsehaut. Genau vor einem Jahr, es war eine Halloween-Nacht, hat er 16 Menschen umgebracht. Vielleicht noch mehr. Er war auf der Suche nach seiner Schwester. Beinahe hätte er sie auch erwischt. Aber sein Doktor, der war bewaffnet, schoss auf ihn. 6 Mal. Ja, und dann hat er ihn angezündet. Beide werden damals fast verbrannt. Ich wäre froh, wenn er endlich sterben würde. Ganz ehrlich. Willkommen in der Hölle. Die Sanitäter, die ihn abholen, sind hier. Smith Grove? Ja. Ich bin Dr. Hoffman. Ich leite diese Station hier. Ist alles vorbereitet? Ja, er ist fertig. Wer unterschreibt für ihn? Ich mach das. Draußen. Checken Sie ihn durch. Ich habe Dr. Loomis hier erwartet. Michael Myers ist eigentlich sein Patient. Wenn Loomis unsere Mitteilungen lesen würde, wäre er hier. Glücklicherweise ist seine Position mehr zeremonieller Art als medizinischer. Und nach Myers Verlegung hoffe ich, dass er sich entweder versetzen lässt, sich zur Ruhe setzt oder stirbt. Alles klar. Wir können fahren. Wissen sagen, dass Michael Myers in Ihren Händen ist. Ja, und ich nehme an, Sie sind froh, dass Sie ihn los sind. Das wär's dann. Also los. Nach Doktor. Fahren Sie vorsichtig. Ja, ja. Dr. Hoffman, irgendwas über noch lebende Verwandte? Ja. Eine Nichte lebt an seinem Wohnort. Und? Sie ist zu jung als gesetzlicher Vormund für ihn. Dann wird das wohl der Staat übernehmen müssen. Was ich nicht verstehe.
Jamie. Es ist 4 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen. Das ist nun schon die dritte Nacht, Jamie. Willst du einen Rekord aufstellen und als 7-jährige Schlaflose berühmt werden? Hast du mich lieb, Rachel? Ach, das ist eine Frage mitten in der Nacht. Natürlich habe ich dich lieb. Wie eine Schwester? Jamie, manchmal... Wie eine richtige Schwester? Wir sind keine richtigen Schwestern, Jamie. Aber das heißt nicht, dass ich dich deshalb weniger lieb habe. Das heißt es doch. Ich weiß, dass du deine Eltern vermisst. Es ist erst ein paar Monate her. Es sind schon 11 Monate. Als ich in deinem Alter war, hatte ich deine Mutter als Babysitter. Ich wette, das hast du nicht gewusst. Du hast es gut gehabt. Ich wollte, sie wäre jetzt bei mir. Komm, Jamie. Geh jetzt wieder ins Bett. Komm, Sunday. Schlaf gut. Ich mach dir auch was Schönes zum Frühstück, ja? Gute Nacht. Komm, Sunday. Nacht. Ich bitte dich, wach auch heute über mich. Ich will dir immer dankbar sein, bei Regen und bei Sonnenschein. Gott segne meine Pflegeeltern, Gott segne Rachel, Gott segne meinen Hund Sunday und mich. Gott segne Mami und Daddy im Himmel. Amen. Es wird wieder gut. Ist ja gut, meine Kleine. Ist ja gut. Komm her zu mir. Uns kann ja noch nichts passieren. Mist.
Darlene, im Bügelzimmer liegt ein frisches Hemd neben deinen Hosen. Hallo? Die Krawatte hat auch Flecken. Und ich habe um 22:30 eine Verabredung mit Chuck. Moment mal, Mrs. Pierce. Nein, nicht da, auf der anderen Seite. Ist das etwa alles, was du isst, Rachel? Mom, ich mache eine Diät. Willst du ein Nilpferd als Tochter? Ich hab's gefunden. Entschuldigung, meinen Sie, Susan könnte trotz ihrer Krücken hierher kommen? Oh, das war eine dumme Idee. Ich wünsche ihr gute Besserung. Susan, sie kann heute Abend nicht babysitten. Warum nicht? Susan hat sich auf dem Eis den Knöchel gebrochen. Rachel? Mom, bitte. Du wirst heute Abend bei Jamie bleiben müssen. Nicht heute Abend. Ich habe ein Date mit Brady. Du weißt, wie wichtig das ist. Dein Vater und ich haben heute Abend auch etwas sehr Wichtiges vor. Kannst du niemand anderen finden? Zu spät. Und was meinst du, was ich Brady sage? Tut mir leid, ich muss bei meiner Pflegeschwester bleiben. Geh allein und mach dir einen netten Abend. Oh mein Gott, deswegen geht doch nicht gleich die Welt unter. Das sagst du. Wahrscheinlich wird mir Brady heute sein Versprechen geben. Aber nun ist meine zukünftige Verwandtschaft, meine Verlobung, meine Hochzeit, meine Kinder, deine Enkelkinder praktisch ausgelöscht, weil ich babysitten muss. Toll. Entschuldige, dass ich alles verpatze. Wenn ich nicht wäre, könntest du ausgehen. Ach. Hör mal, Rachel. Wir haben uns doch vorgenommen, der Kleinen unsere ganze Liebe zu schenken. Aber du denkst wieder mal nur an dich selbst. Jamie? Es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ich kann noch morgen mit Brady ausgehen. Das macht mir nichts aus. Aber du wolltest heute ausgehen. Es ist meine Schuld, dass du nicht kannst. Ach was, wir machen heute Abend was Besseres. Wir spielen Fang den Hut. Nein, das will ich nicht. Es ist Halloween. Willst du dich nicht ganz verrückt verkleiden und ganz viele Süßigkeiten essen? Was meinst du? Ich hole dich am Nachmittag von der Schule ab und kaufe dir einen Eisbecher. Doppelte Portion? Doppelte Portion. Und jetzt gehen wir frühstücken. Weswegen? Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Sie haben es zugelassen, dass er hier rauskommt. Ich bitte Sie um eins. Ersparen Sie mir die Ansprache. Ich habe Sie schon bis zum Überdruss gehört. Michael Myers war als Gefangener und als Patient auf Staatskosten hier. Die können den also transportieren. Wollen Sie? Wollen? Wir reden hier nicht über einen gewöhnlichen Gefangenen. Hoffmann, wir reden über das personifizierte Böse auf zwei Beinen. Ich sehe schon, es hat keinen Sinn. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Kennen Sie das Datum? Jeden Tag schaue ich mich im Spiegel an. Und jeden Tag erinnere ich mich. Sehen Sie mich an, Hoffmann. Sehen Sie mich gut an. Ich möchte nicht, dass nochmal jemand so eine Nacht durchleben muss. Ich habe es früher schon mal gesagt. Ich glaube, dass Sie psychiatrische Hilfe brauchen. Ja? Am Apparat. Ich verstehe. Ich verstehe, danke. Ich höre eben, der Krankenwagen hatte einen Unfall südlich von Mill Creek in der Nähe der Brücke. Loomis? Loomis! Der Wagen? Ja. Wann ist das passiert? Irgendwann in der Nacht. Wir sind bei dem Wetter vermutlich von der Straße abgekommen. So was gibt's. Also ein Unfall. Ja, Sir. Glauben Sie das? Ja, warum denn nicht? Wie viele Leute waren im Fahrzeug? 4 plus Myers. Wie viele Tote haben Sie gefunden? Schwer zu sagen, die sind total verstümmelt. Loomis, es ist vorbei. Vergessen Sie es. Lass
ist weg. Er war hier, aber er ist verschwunden. Haben Sie noch andere Tote gefunden? Bis jetzt noch nicht. Wir müssen erst das Gelände absuchen. Wir werden ihn nicht finden. Es ist sein Werk. Und nun ist er entkommen. Das wissen Sie nicht. Michael könnte aus dem Wagen geschleudert worden sein. Wir haben schon welche 30, 40 Meter weit entfernt gefunden. Selbst wenn Michael durch ein Wunder zu Bewusstsein käme, seine Muskeln sind total erschlafft. Die werden ihn garantiert irgendwo in der Nähe finden. Sie reden von ihm wie von einem menschlichen Wesen. Dieser Teil von ihm ist schon vor Jahren gestorben. Und? Wo wollen Sie jetzt hin? Haddonfield. Das sind 4 Stunden von hier. Sie erreichen mich dort über die Polizei. Wenn Sie ihn in den nächsten 4 Stunden nicht finden, dann weiß ich Bescheid. Hey, Garth, gib mir mal den 916er Steckschlüssel rüber. Hallo! Ist da jemand? Hallo! Hallo! Jemand! Oh mein Gott! Warum jetzt? Du hast 10 Jahre gewartet. Ich wusste, der Tag würde kommen. Geh nicht nach Haddonfield. Wenn du ein neues Opfer willst, nimm mich. Aber lass diese braven Leute in Ruhe. Bitte. Michael. Nimm mich, Michael. Michael!
oder hast du die schon auf? Ich muss nicht so ein blödes Kostüm anziehen. Klar, weil bei dir zu Hause jeden Tag Halloween ist. Hab ich recht, Jamie? Weil dein Onkel der Boogeyman ist. Boogeyman, Boogeyman, ihr Onkel ist der Boogeyman. Warum hat dir deine Mama kein Kostüm genäht, Jamie? Ihre Mama ist tot. Jamies Mami. Ah! Hör auf damit, okay? Lass mich in Ruhe. Jamie ist ein Waisenkind. Jamie ist ein Waisenkind. Hör auf, hör Jamie auf. Ist ein Waisenkind. Jamie ist ein Waisenkind. Jamie ist ein Waisenkind. Jamie ist ein Waisenkind. Klar, weil wir die Chance jeden Tag Halloween ist. Hab ich recht, Jamie? Warum hat dir deine Mama kein Kostüm genäht, Jamie? Ihre Mama ist tot. Jamies Mami. Es ist okay. Es ist okay. Jamie! Du erinnerst dich doch an Lindsay, oder? Hey, Jamie. Ja, hallo. Wollen wir jetzt Eis essen gehen? Ich möchte mich auch verkleiden, wie die anderen Kinder. Ich dachte, du wolltest dich nicht verkleiden. Hey, Rich, der Discountmarkt hat gerade einen Ausverkauf an Halloween-Kostümen. Nein, nein, Brady arbeitet dort bis 6 Uhr. Ich weiß, da könntest du gleich mit ihm reden. Ich will ihn aber nicht belabern. Was heißt er belabern? Nein, ich will nicht so aufdringlich sein. Jungs hassen Frauen, die so hinter ihnen her sind. Die meisten jedenfalls. Was ist denn darin aufdringlich? Weißt du, ich will auch nicht down wirken oder so. Ach, gib's zu, Rachel, du bist ziemlich down. Du gehst einfach rein und kaufst ein Kostüm für Jamie. Das ist absolut normal. Ich weiß nicht. Also, wo soll ich euch absetzen? Am Discountmarkt oder am Eisladen? Jamie? Discountmart. Kriege ich dann später einen Eisbecher? Aber ja. Die wartet drauf, dass du angreifst. Nerv mich nicht, okay? Das Timing muss stimmen, Brady. Also ich wette $10, dass du nicht hingehst. Ich leg nochmal 10 drauf, dass du sie nicht fragst. Okay, hier sind meine 10. Er traut sich nicht. Feigling. Sie ist die Tochter vom Sheriff. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Meinst du, das juckt mich? Verzieh dich, Wade. Ruf mich an, ja? Okay, bye. Rachel! Was tust du denn hier? Ich dachte, ich soll dich abholen. Jamie braucht ein Halloween-Kostüm. Ach so, na dann sieh dich mal um. Wir haben die besten Kostüme in der ganzen Stadt. Komm, Rachel. Eine Sekunde. Kann ich mit dir reden? Sicher, worum geht's? Es geht um heute Abend. Ich habe was gefunden, das mir gefällt. Komm, sieh es dir an. Was ist? Unser Babysitter hat abgesagt. Und? Ich muss heute Abend bei Jamie bleiben. Und wann hast du das erfahren? Heute Morgen. Ach nein, heute Morgen.
Und warum hast du mir das nicht früher gesagt? Es ist 5 Uhr, Rachel. Brady, was regst du dich so auf? Ich reg mich nicht auf. Es ist nur... Kann ich zu dir rüberkommen, wenn Jamie schläft? Meine Eltern kommen aber früh nach Hause. Und? Ich weiß nicht, Brady. Okay. Ich rufe dich dann an. Ist schon gut. Du hast dich wahrscheinlich vor einer Maske erschreckt. Zum Glück hast du dich nicht geschnitten. Komm, wir gehen nach Hause. Ist sie okay? Nichts passiert. Ich habe nicht Zeit bis zum jüngsten Tag. Danke. Wir Pilger müssen zusammenhalten. Wir sind alle auf der Suche. Manchmal brauchen wir Hilfe, um weiterzukommen. Reverend Jackson P. Sayer aus Dewman County. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie weit fahren Sie, Mr. Sayer? Immer geradeaus, bis ins gelobte Land. Wo wollen Sie hin, Mr. Loomis? Hätten viel. Ärger mit dem Wagen? Sowas Ähnliches. Sie jagen ihm nach. Ja, Sie jagen ihm nach. Genau wie ich. Was jagen Sie, Mr. Sayer? Die Apokalypse, das Ende der Welt, das jüngste Gericht. Es hat immer ein Gesicht und einen Namen. Ich jage den Bastard schon seit über 30 Jahren, Mister. Ein, zweimal war ich nahe dran. Ja, verdammt nahe dran. Man kann die Verdammnis nicht töten, Mister. Sie stirbt nicht, wie ein Mensch stirbt. Das weiß ich, Mister Sayer. Naja, Sie sind ja ein Pilger, aber natürlich. Durch den Staub habe ich es in Ihrem Gesicht gesehen. Ich sah es klar vor meinen Augen, wie die Brüste einer Frau. Wollen Sie was trinken? Wir treffen uns am Fluss, am wunderschönen Fluss. Wir treffen alle Heiligen am Fluss. Okay, Jamie, wir gehen. Wo ist Rach? Ich weiß nicht. Ich bin hier. Komm, mein Schatz. Wie sehen wir aus? Ganz toll, wie immer. Wir sind bei den Fallbrooks. Die Nummer liegt neben dem Telefon. Ich weiß. Und daneben die Polizei, der Notarzt, die Feuerwehr und wahrscheinlich die Nationalgarde. Ich hoffe, ihr beide habt auch Spaß. Aber Jamie soll um 9:30 im Bett sein. Beeilt euch, Dads Beförderung steht auf dem Spiel. Und damit der Urlaub auf den Bermudas. Oder wieder mal 2 Wochen Urlaub bei deiner Großmutter in Cleveland. Dann aber schnell. Wiedersehen. Wiedersehen, Jamie. Viel Glück, Dad.
Rachel, kann ich jetzt mein Kostüm anziehen? Ja, tu das. Okay. Ist Brady da? Ist er noch in der Arbeit? Okay. Wenn er zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, er soll um 8 Uhr bei mir sein. Da bin ich dann auch wieder da. Hier ist Rachel. Okay. Bye. Beeil dich, Jamie! Sonst verpassen wir das Beste. Komm schon, Jamie. Ich komme. Ich denke, du bist fertig. Bin ich ja auch. Okay, jetzt geht's los. Ich muss Sheriff Brackett sprechen. Da müssen Sie ungefähr 3000 Meilen nach Süden fahren. Was? Brackett ist in Pension, seit 81. Er ist nach St. Petersburg. Oh, und wer ist der neue Sheriff? Das bin ich, Ben Mika. Oh, Sheriff Mika. Mein Name ist Dr. Loomis. Die Leute hier vergessen ihr Gesicht nicht so schnell. Jedenfalls nicht die Cops. Und was führt sie nach 10 Jahren wieder hierher? Michael Myers ist entkommen aus Richmond. Er ist hier in Haddonfield. Das ist unmöglich. Michael Myers ist ein Invalide. Er ist hier, Sheriff. Wieso? Vor 10 Jahren versuchte er, Laurie Strode zu töten. Und jetzt will er ihre Tochter. Reden Sie von Jamie Lloyd? Wo immer sie ist, die Kleine befindet sich in tödlicher Gefahr. Myers saß schon im Gefängnis, bevor sie geboren wurde. Er hat sie nie gesehen. 6 Leichen, Sheriff. Ich habe 6 Leichen gesehen zwischen hier und Richmond. Und eine Tankstelle in einem Flammenmeer. Ich sag Ihnen, Michael Myers ist hier, hier in dieser Stadt. Er wird dieses kleine Mädchen töten und jeden, der ihm in den Weg kommt. Also gut, rufen Sie die Troopers und überprüfen Sie die Geschichte. Angenommen, das, was Sie sagen, ist wahr. Es ist wahr, Sheriff. Okay, es ist wahr. Was können wir tun, um zu vermeiden, dass sich das alles wiederholt? Suchen Sie die Kleine und bringen Sie sie in Sicherheit. Verständigen Sie die Fernsehstation. Sie sollen durchgeben, dass die Leute nach Hause gehen und sich einschließen. Ich will keine Verbindung, Sheriff. Der Operator sagt, 2 Leitungen sind tot. Okay, kommen Sie. Versuchen Sie es weiter. Ja, ja, Pierce macht das schon. Wir kümmern uns um das Mädchen. Danke. Zufrieden? Ja. Jamie, warte auf mich. Toll, Rachel, das macht Spaß. Wollt ihr friedlich schlafen? Gebt uns süße Gaben. Was für ein lieber kleiner Clown. Mal sehen, ob ich was für dich habe. Hier, mein Kleid. Danke. Danke. Gern geschehen, mein Schatz. Hast du jetzt genug? Noch lange nicht. Halloween ist super. Ich bleib die ganze Nacht draußen. Wir sehen, wir müssen um 8 zu Hause sein. Das Clown-Kostüm ist echt cool. Wirklich? Ja. Ey, was ist? Willst du mit uns gehen? Na, geh schon. Los, komm. Oh ja, jetzt ist es richtig lustig. Bitte auf. Seht mal, was da an der Tür ist. Kommt schon. Wollt ihr friedlich schlafen? Gebt uns süße Gaben. Hi, Rachel. Hi. Hier, das ist für euch, ihr kleinen Monster. Danke, danke. Und das bekommt der süße Clown. So, danke. Hier.
Bye. Rachel! Rachel! Brady! Sekunde. Rachel, ich will dir... Hey, Rachel. Jamie, wir gehen zu den Männern. Lass sie doch erklären. Okay, warte. Du kannst dir deine Erklärung sparen, Brady. Warte einen Moment, hey, Rachel. Warte auf uns. Lass mich in Ruhe. Jetzt vergiss es. Hör mir doch mal zu, nein, bitte. Doch, du verstehst das nicht. Ich meine, du hast doch in der letzten Minute abgesagt und... Und du schnappst dir gleich die nächstbeste, hä? Ich dachte, du wärst anders als die anderen. Ich bin anders, es ist nur... Ich war einfach nicht gut drauf, das ist ach, alles. Wirklich? Dann gehst du besser wieder zurück zum Miss Hot Pants. Rachel! Jamie! Brady? Kommst du jetzt endlich, oder was? Jamie? Jamie! Großartig, Rachel. Großartig. Und nun eine wichtige Mitteilung für die Bürger von Haddonfield. Verlassen Sie bitte die Straßen und begeben Sie sich unverzüglich in Ihre Häuser. Könnt ihr nicht mal einen Moment den Mund halten, was passiert sein? Ruhe, sage ich! Alle Lokale werden gebeten zu schließen. Wir geben Ihnen in Kürze nähere Informationen. Wirklich, dass unser Sheriff sowas veranlasst? Eigentlich nicht. Selbst wenn eine ganze Armee vor Bens Haus steht, würde er spucken und sich sein Gewehr holen. Wen rufst du an? Die Polizei. Ich mach doch meinen Laden nicht ohne einen Grund zu. Und? Es geht keiner ran. Na los, kommt. Jackie, pass auf die Kasse auf, ja? Klar, mach ich. Endlich tut sich was. Wo fahren wir denn hin, Earl? Wir fahren zu Ben. Das gibt's doch nicht, dass auf der Polizei keiner ans Telefon geht. Vielleicht kennt ihr gerade unser Sheriff. Ah, ja, dann werden wir ihn aufwecken. Yeah. Los, kommt. Was gefunden? Er war hier. Woher wissen Sie das? Langsam glaube ich's auch, Doc. Da bin ich wenigstens nicht allein. Logan, bleiben Sie hier, falls die Familie zurückkommt. In Ordnung, Ben. Halten Sie die Augen offen, klar? Kein Problem, Sheriff. Sie! Wo wollen Sie denn hin? Hier ist Durchgang verboten. Was ist? Sind Sie taub? Kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit diesem Halloween-Scheiß. Also gut, ich gehe jetzt zum Telefon und rufe die Polizei an. Die werden Ihnen dann gleich Beine machen. Thank you.
Jetzt ist es spannend. Jetzt bleiben wir nach draußen. Komm schon, ich bleib mit Kinder nach Hause. Komm, Kinder, in den Wagen. Los, einsteigen. Macht schon. Steig ein. Rachel, bist du es? Bist du es? Jamie? Jamie! Bloß ab! Ich habe einen großen Hund dabei, der beißt! Jamie! Wo bist du gewesen? Du rennst mir nie mehr nachts allein herum, okay? Nie mehr! Rachel, Jamie! Gott sei Dank. Was ist denn los? In den Wagen. Kommt schon, schnell. Ist er das? Ist das der Mann? Ja. Nach Hause, ihr Idioten! Wir haben hier eine Ausgangssperre. Wenn ich euch erwische, verbringt ihr das Wochenende hinter Gittern. Alles in Ordnung, Doc? Dann kommen Sie, wir fahren aufs Revier. Da sind die beiden sicher. Ist ja gut. Ist ja gut. Hier ist 1.30.2. Piers, bitte kommen. Piers, bitte kommen. Gekämpft. Aber sie wussten nicht, gegen was sie kämpfen.
ein Mensch zu sowas fähig sein, Loomis? Das ist kein Mensch. Was ist das dann? Sagen Sie es mir! Womit haben wir es hier zu tun? Mit den Bösen. Fahrt nach Hause, Earl. Das ist Sache der Polizei. Was soll ich für ein Gerücht, Sheriff? Sieht so aus, als wären sie aus dem Geschäft. Wir wollen eine Antwort. Ich habe jetzt nicht den Nerv, mit euch zu diskutieren. Fahrt zu euren Familien, wo ihr hingehört. Wir können uns nicht nach Hause schicken wie kleine Jungs. Es war Michael Myers. Er ist zurückgekehrt, um zu töten. Lasst es gut sein, Earl. Die Polizei erledigt das. So wie das letzte Mal? Wie viele Männer wurden umgebracht? Wie viele Kinder? Earl hat seinen Jungen verloren vor 10 Jahren. Nein, diesmal nicht, Ben. Diesmal übernehmen wir das. Wir werden das Schwein zerlegen. Ja, jetzt muss er dran glauben. Ich bin dabei. Jetzt haben wir auch noch eine Bande von Schießwütigen am Hals. Sie haben keine Polizeitruppe mehr. Diese Männer sind vielleicht die einzige Chance, die sie haben. Alles klar, Männer? Ja, es kann losgehen. Jetzt jagen wir den Bastard. Genau. Hier ist 134, over. 132. Ben, ich habe eben gehört, was auf dem Revier los war. Fahr rüber zu meinem Haus, dann rufen wir von dort die State Police. Ich bin in 5 Minuten dort. Das Gefühl, die sind noch nicht zu Hause. Kannst du mir sagen, wieso? Weil alle Lichter aus sind. Du meinst wohl, überall fällt der Strom aus, nur bei uns nicht. Wir sollten als erstes die Feuerwehr anrufen. Wozu die Feuerwehr? Rachel! Jamie! Da vorne ist er! Ich habe seine Fratze gesehen. Da drüben, Al. Hinter dem Busch. Was kommt? Scheiße. Es ist Ted Hollister. Du gottverdammtes Arschloch. Du hast gesagt, es ist Myers. Ist doch wunderbar hier. Oh, jetzt geht die Sonne auf. Dein Dad?
uns hier erwischt, der zieht dir die Haut bei lebendigem Leib ab. Was? Aber das ist nur der Anfang. Ach, du machst mir Spaß. Los, komm schon, beeil dich. Ja, schon okay. Wo bleibt ihr, Mann, Sheriff? Er muss jeden Moment hier sein. Rachel, bring deine Schwester nach oben. Erste Tür rechts. Dad, was ist denn eigentlich los? Kelly, verriegle unten sofort alle Fenster. Warum? Frag mich, tu es. Wo ist das Funkgerät? Durch die Küche und dann die Kellertreppe runter. Brady, kannst du mit einem Gewehr umgehen? Ja, Sir. Kommst du mit dem klar? Ja. Wollen Sie mir nicht sagen, was los ist? Wenn ich Zeit dazu habe. Warum sehe ich dich ohne Gewehr? Es liegt im Kofferraum. Dann hol es. So, nimm die hier. Okay, da drin hast du einen Hammer und Dachnägel. Damit gehst du rauf auf den Boden und sicherst das Fenster, sodass keiner reinkommt. Wenn ich länger hier bin, muss ich meine Eltern anrufen. Geh erst mal rauf auf den Boden, ja? Ach ja, grab ja meine Tochter nicht an. Sonst richte ich dieses Gewehr auf dich. Ist das klar? Die Fensterläden zu. Um was geht's denn? Es geht darum, dass keiner hier reinkommt. Hm. Ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Wenn du das Revier gesehen hättest, würdest du nicht fragen. Seid ihr beide okay? Es ging schon mal besser. Was geht denn hier vor? Michael Myers. Wer ist das? Vor 10 Jahren. Halloween. Er ist Jamies Onkel. Die Kinder in der Schule hatten recht. Ich bin oben auf dem Boden. Die Fenster sind alle zu, Dad. Gut, sehr gut. Logan, du bleibst hier an der Eingangstür. Ich tue jetzt ein Steckschloss rein. So, das wär's. Hier sind wir sicher. Du lässt diese Tür nicht aus den Augen. Hier darf niemand rein oder raus. Verstanden? Alles klar, Ben. Na gut. Wie wär's, wenn du uns einen Kaffee kochen würdest? Mach ich. Hallo? Wer ist da? Meinst du, wir können bald nach Hause gehen, Rachel? Ja, bald, Jamie. Und jetzt shh. Wie funktioniert das? Mit Batterien. Ich wollte ihm einen Generator für das Haus kaufen. Ist bloß getan. Hier ist Squawk 790 Haddonfield. Ich sende auf der State Police Notfrequenz. Kann mich irgendjemand hören? Kann mich irgendjemand hören? Verdammt.
oben alles in Ordnung? Jamie ist eingeschlafen. Wann können wir nach Hause? Die State Police wird bald hier sein. Danach können Sie gehen. Keine Angst. Das sagen Sie so. Das dauert nicht lange. Ich höre jemanden. Ja, hier ist Frank Budd in Tuckerville. Ich habe da was von Notfall aufgeschnappt. Over. Gott sei Dank. Hier ist Ben Meeker, Sheriff von Haddonfield. Wir haben im ganzen Ort keinen Strom mehr und durch die Straßen rennt ein wahnsinniger Killer. Michael Myers. Soll das so ein scheiß Halloween-Witz sein? Nein, das ist kein Witz. Wir brauchen Verstärkung und zwar schnell. Okay, ich verständige sofort die Troopers. Ich brauche noch ein paar Informationen. Bleiben Sie in der Nähe. Wir können nirgends hin, Mr. Budd. Rachel, ist Ihre Schwester in Ordnung? Ja, sie schläft. Gut. Der Sheriff hat Hilfe angefordert. Sie werden bald hier sein. Das war wieder eine Nacht. Sie ist noch nicht vorbei. Wo wollen Sie denn hin? Zum Haus der Carruthers. Das ist da, wo Jamie wohnt. Dort wird er hingehen. Überlassen Sie Myers der State Police. Die Jungs werden kaum wissen, wie sie ihn stoppen können. Sie etwa? Niemand weiß, wie man diese Bestie stoppen kann. Ich muss es versuchen. Suchst du das? Ich wusste nicht, dass ihr beide was zusammen hattet, okay? Du hast es gewusst. Aber es hat dich nicht interessiert. Er ist nicht verheiratet. Außerdem muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Ohne Rücksicht auf Verluste? Wer weiß schon, was die Männer wirklich wollen? Brady wird nicht der letzte Mann sein, den du an eine andere Frau verlierst. Da hast du dein Kaffee. Drüben bei Elm und Gateway haben sie auf Ted Hollister geschossen. Ist er tot? Ja, er ist tot. Verdammt. Ist Earl Fonta draußen? Hier ist Ben Meeker. Antworten Sie mir, Mann. Sheriff, was ist denn da draußen los? Ich wollte morgen auch mal bei Winnie vorbeischauen. Hör mal, Rachel, du bleibst an dem Gerät. Die State Police wird uns eine Nachricht durchgeben. Wenn sie durchkommt, gehst du hoch und verständigst Lob. Okay. Hast du verstanden? Aha. Kannst du mich in 10 Minuten abholen? Ich möchte mal wissen, was da los ist. Hast du eine Ahnung, wo Earl steckt? Nein, ich habe schon ewig nichts von ihm gehört. Ich bin dann bei Elmond Gateway. Ich werde nicht zurück sein, bevor die Troopers hier sind. Vielleicht sollten sie lieber so lange warten. Und was ist mit diesen rabiaten Bierbäuchen, die auf alles schießen, was sich bewegt? Wer wird der Nächste sein? Eine junge Frau? Ein Kind? Ich muss was unternehmen. Hätten Sie auch gern einen Kaffee? Ziemlich langweilig hier zu sitzen. Ich hoffe, der Strom kommt bald wieder. Und dann könnten wir wenigstens ein bisschen fernsehen, bis die Truppen kommen.
35 Minuten. Over. Okay. Super, wir warten. 10-4. Over and out. Over and out. Oh, Mr. Logan? Mr. Logan? Tun müssen, ist hier so schnell wie möglich. Aber nicht ohne Jamie! Da. Hat sie eine Chance? Sie ist nicht tot. Nein. Gibt's einen zweiten Schlüssel? Ich weiß nicht. Geh zurück, geh zurück. Metall, verdammt, das ist Metall. Was soll das bedeuten? Wir sitzen in der Falle. Thank you.
Was machst du denn alleine hier draußen? Alle sind tot, ich geh jetzt nach Hause. Du kannst nicht, ich war eben dort. Da sucht er dich zuallererst. Wo ist das Schulhaus? Das Schulhaus. Wo ist das Schulhaus? Da drüben. Komm mit. Die Sirene der Polizei hören. Sind wir hier sicher? Ja. Sie glauben es nicht, oder? Nein. Thank you.
ist denn hier los? Wir haben den Alarm gehört. Er ist da drin. Was? Wo ist er? In der Schule. Jetzt kaufen wir uns den Bastard. Nein, er bringt euch alle um. Wir müssen raus aus Haddonfield. Die State Police ist unterwegs. Die sollen das erledigen. Ich weiß nicht, was du denkst, Earl, aber das klingt vernünftig. Lass uns hier abhauen. Ja, ich bin auch dafür. Die Troopers sollen ihn schnappen. Die werden schließlich dafür bezahlt. Ja, scheiß drauf. Wir verziehen uns. Earl. Okay, jetzt hört mal alle gut zu. Ich habe Rachel Corrado und ihre Schwester im Truck. Ich bringe sie aus der Stadt, auf der Route 410. Die State Police ist unterwegs, verstanden? Verstanden, ja. Okay, Ende. Sie kommen. Ich höre die Sirenen schon. Wir bringen die beiden in Sicherheit. Okay, da gibt's eine Polizeistation, ungefähr 4 Meilen den Highway runter. Sie sehen das Schild an der Ausfahrt. Die Beamten sind im Dienst. Wir werden sich um sie kümmern. Danke. Es wird alles gut. Bestie!
Jimmy, du rührst dich nicht aus dem Wagen. Sind Sie in Ordnung? Sind Sie okay? Ja. Wo ist Jamie? Jamie! Geh weg! Fass ihn nicht an, Jamie! Wirf dich auf den Boden! Es ist vorbei. Ja. Michael Myers ist in der Hölle. Für immer. Da, wo er hingehört. Die beiden werden das wahrscheinlich nie vergessen können. Sie haben diesen Wahnsinn überlebt. Und sie werden auch die Erinnerung daran überleben. Ich bringe Jamie nach oben. Bleib du bei Rachel.